Heute machen wir gebratenen Rosenkohl aus der Pfanne, eine wunderbare Beilage zu Weihnachtsente, zu Weihnachtskranz oder zu anderen Gerichten. Ihr braucht 500 Gramm Rosenkohl, die zunächst mal geschält werden, also einfach die äußeren Blätter entfernen und dann das Ganze in Scheiben schneiden. Jetzt gibt es so einen guten Schlag Butter in der Pfanne, das sind hier so 2 Esslöffel und damit dein Rosenkohl von allen Seiten daran einmal kräftig angedünstet. Würze alles mit einer guten Prise Salz und außerdem mit einem Teelöffel Zucker, das gibt so eine gewisse Süße dazu. Jetzt schwenkst du das Ganze einmal durch und lässt deinen Rosenkohl für insgesamt, ich denke mal so 10 Minuten bei mittlerer Hitze braten. Dabei kann er gerne so ein bisschen Röstaromen entwickeln, das gibt jede Menge Geschmack. Zum Abschluss mit ein bisschen Salz, Pfeffer und frisch gebratener Muskatnuss würzen. Und wenn du magst, gib außerdem noch einen kleinen Spritzer Zitronensaft mit dazu. Das gibt so eine richtig schöne, fruchtige, frische Note. Passt wunderbar. Jetzt viel Spaß beim Ausprobieren, eine schöne Weihnachtszeit und guten Appetit.